Mein Name ist Visavi und ich bin heute unterwegs für Du hast die Macht. Ich will mal so ein bisschen rumfragen, ob sich die Menschen eigentlich interessieren für Politik und wenn nicht, woran es vielleicht liegen könnte. Hat das vielleicht damit zu tun, dass wir und die Politiker eine andere Sprache sprechen? Das versuche ich jetzt mal rauszufinden. Jungs, erstmal so grundsätzlich, interessiert ihr euch für Politik? Nein, nicht wirklich. Nee, auch nicht. Ja. Ein Lichtblick. Interessierst du dich für Politik? Ja, ein bisschen. Politik an sich eher nicht so, aber dadurch, dass die Wahlen jetzt anstehen, werde ich mich jetzt natürlich informieren. Mich würde mal interessieren, ob du dich für Politik interessierst. Ein bisschen? Nein. Komplett gar nicht? Nee, gar nicht. Woran liegt das? Ich darf nicht wählen, das ist ein Ding. Von daher interessiert es mich jetzt auch nicht großartig. Hast du Interesse an Politik? Ja. Das ist eine überraschende Antwort. Ja. Schlimmerweise. Was findest du schwierig, wenn es um Politik geht? Welche Themen sind dir vielleicht irgendwie zu hoch? Wo kommst du nicht weiter? Jetzt zum Beispiel sind ja bald die Wahlen und da blicke ich zum Beispiel überhaupt nicht durch. Ich weiß jetzt nicht, wenn ich wählen sollte, wen sollte ich wählen, warum sollte ich den wählen, weil ich meiner Meinung nach drücken die ganzen Politiker sich irgendwie alle immer so hoch aus, dass nur wirklich Politiker sie verstehen und keine anderen Menschen. Wie sieht es aus mit der politischen Sprache? Verstehst du immer alles, was die Parteien und Politiker dir erzählen? Nein. Das ist viel zu krass. Das versteht kein Junge oder ein Mädchen aus Neukölln, sage ich mal so. Wie oft ist es dir schon passiert, dass du versucht hast zuzuhören und zu folgen und einfach die Sprache nicht verstanden hast? Schon des Öfteren, also sehr oft sogar eigentlich. Sie sind eigentlich zu hoch immer. Sie reden über was kein Mensch wirklich versteht. Also die Fremdwörter und so, wie die da benutzen. Man weiß halt, so alt wie wir sind, weiß man halt nicht, was die bedeuten und so. Und es wäre natürlich noch leichter angebracht, wenn man das mehr dem allgemeinen Volke anpassen würde. Wie geht es dir? Verstehst du immer diese großen Reden? Verstehst du diese ganze Wortwahl und was dahinter steckt? Na, oft steckt ja nichts dahinter. Also man muss schon ein bisschen hinter den Zeilen lesen, ja. Aber ansonsten, wenn man sich informiert in den Parteiprogrammen, die sind auch in leicht geschrieben, wer es nicht versteht. Es gibt auch alles in leicht geschrieben. Und ich denke da doch, also die Grundaussagen, die sollte man von den Parteien zumindest kennen. Und mittlerweile wird ja wirklich auch darauf geachtet, dass eben auch in der Politik so gesprochen wird, dass die Leute es verstehen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass nicht alle eben wie den Zugang dazu finden. Ist es dir schon passiert, dass, was ich, bei so einem Kanzlerduell, wenn dann Merkel irgendwas erzählt von ihrem Parteiprogramm, was geht da an deinem Kopf vor? Also wo setzt es dann aus? Liegt es daran, dass sie so komisch spricht oder daran, dass du zu wenig weißt? Wo liegt der Fehler? Vielleicht von beiden ein bisschen. Also die reden ja schon sehr hoch und hochdeutsch und alles drum und dran, aber ich verstehe jetzt auch nicht alles von Politik, deswegen liegt es wahrscheinlich an beiden. Also wir können auch, denke ich mal, daran was ändern in den Schulen und es fängt ja wahrscheinlich schon im Kindergarten oder in der Grundschule an und so weiter, dass man da vielleicht mehr was dafür tut, sage ich mal so. Wer ist jetzt mehr in der Pflicht, was dagegen zu tun, dass wir die Politiker verstehen und umgekehrt? Müssen die mehr versuchen, so zu reden wie wir oder müssen wir mehr uns damit auseinandersetzen, was sie eigentlich sagen? Also ich muss sagen, beide Seiten müssen mehr dafür tun, aber ich finde, wenn man zum Beispiel jetzt auch auf Jugendliche zugeht, so welche in meinem Alter, junge Leute, so sage ich mal zwischen 18 und 27, wenn man intensiver auf die zugeht und die mal wirklich fragt, so hey, was sagt ihr denn dazu, was versteht ihr da nicht, denen einfach mal wirklich erklärt, was die da überhaupt machen, da würden meiner Meinung nach auch bestimmt 50% mehr der Jugendlichen wirklich wählen gehen und sagen, hey, die machen doch was Gutes, wenn die es denn gut finden. Also es ist so wieder, beide Seiten müssen besser aufeinander zukommen. So, es gibt offensichtlich Menschen, die die Sprache der Politiker und Parteien überhaupt gar nicht verstehen können und teilweise vielleicht auch nicht wollen. Andererseits gibt es aber auch Leute, die haben gar kein Problem damit. Alle waren sich aber, glaube ich, so ein bisschen einig, dass nicht nur die Politiker, sondern auch wir was dafür tun müssen, dass wir uns am Ende des Tages alle ein bisschen besser verständigen können. Um genau dieses Thema, den Politikersprech, wird es am Donnerstag bei Katerfrühstück gehen, der politischen Hangout-Show von Du hast die Macht. 18 Uhr geht's los. Ich bin dabei und natürlich auch Politiker, die sich euren Fragen stellen. Herzlich willkommen zu Katerfrühstück, der politischen Hangout-Show rund um die Wahl. Diese Woche werde ich Sie moderieren. Mein Name ist Dr. Allwissend und zusammen natürlich mit der sehr kompetenten Kollegin Marie.
Ja, hallo. Ich freue mich auch, dass ihr alle da seid. Ich freue mich vor allem, dass Sie heute da sind, Herr Doktor. Es ist mir eine große Ehre.